Es sind nur drei Versuche, die die Diskuswerfer haben, um in das Finale die Entscheidung der besten Acht einzuziehen. Die ersten zwei, die waren ungültig und beim dritten fehlen Lukas Weiß-Heidinger gerade mal 30 cm. Lukas, wie bitter ist diese Situation jetzt gerade? Ja, so eine Scheißsituation. Wenn der erste gültig gewesen wäre, da bin ich knapp drüber gefallen. Hätte ich eine ganz andere Dynamik gekriegt und beim zweiten bin ich leider hängen geblieben. Ja, es geht dann sehr schnell und wie gesagt, wenn der erste meine halt nicht können, hätte es anders ausschauen können. Jetzt ist so. Wie sehr steigt dann das Stresslevel in Ihnen von einem Versuch in den nächsten, wenn man weiß, okay, ich hätte ja an den Fingern, nur es klappt gerade nicht? Ja, also ich habe jetzt nicht lang gehadert, aber da man natürlich dann immer ganz so locker ist, wie wenn man einen gültigen hat, einen guten, ja, das ist natürlich auch klar. Und das ist eine Situation, die Sie bei der Weltmeisterschaft schon erlebt haben und jetzt wieder erleben müssen. Naja, was macht das mit Ihnen? Bei der WM war es vom Werfen her eher ohnmächtig, weil ich wirklich technische Probleme gehabt habe. Heute war es, wie gesagt, eigentlich ganz gut, aber wie gesagt, wenn ich erst sitze, dann schaut das auch ganz anders aus. Jetzt ist der zweite Bier hängen geblieben, ja, dann ist es schwierig. Also, wenn wir anders ausschaut hätten, wer weiß. Es ist ganz viel Unterstützung von zu Hause angereist, die im Stadion jetzt mit dabei ist. Wie begegnen Sie denen jetzt? Bitte? Wie begegnen Sie denen jetzt? Werden Sie die jetzt auffangen? Ja, das weiß ich jetzt nicht. Jetzt mag ich mal weg von mir.